Trainer René Klingbeil und die mitgereisten FCC-Fans wussten um die sich bietende Chance, aber der Gedanke an das Spitzenduo Erfurt und Cottbus schien die Teams zunächst zu lähmen. Die beste Gelegenheit in Halbzeit Nummer 1 hatte der Gastgeber durch Kolja Uden. Ob sich Toni Wachsmuth Chancen ausrechnen darf, um Jenas neuer Sportchef zu werden, ist nicht bekannt. Sicher ist, es gab größte Chancen für beide Teams, um das Spiel zu gewinnen. Nach 54 Minuten brachte aber Jenas Mujomo den Ball nicht über die Linie. Wenige Minuten später verfehlte Kraus äußerst knapp. Auf der anderen Seite vergab nach einer Stunde Spielzeit Tugay Usan und kurz vor Spielende Patrick Breitkreuz den möglichen Siegtreffer. So blieb es trotz großer Chancen auf beiden Seiten bei einem torlosen Remis. In der Tabelle bleibt alles wie gehabt. Jena ist Vierter hinter Alt-Klinike.